So, und jetzt schauen wir in die USA. Fast jeden Tag kommen ja neue schmutzige Details ans Tageslicht. Zum ersten Mal im Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard hatte nun sie das Wort. Unter Tränen berichtete sie dem Gericht, wie sie den Schauspieler kennenlernte und wie Depp sie mehrfach geschlagen haben soll. Ich werde es nie vergessen, sagte Heard. Es hat mein Leben verändert. In dem Verleumdungsprozess geht es um 100 Millionen Euro. Und wir wollen mal reinhören, was Amber Heard jetzt ausgesagt hat vor Gericht. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Ich saß nur da und dachte darüber nach, wie viel Zeit ich habe, um herauszufinden, was ich tun soll. Weil Gott, er hat mich geschlagen. Aber nein, ich wollte ihn nicht verlassen. Ich wollte nicht, dass das die Realität ist. Ich wollte doch den Mann, den ich liebte. Ich weiß, dass man davon nicht zurückkommt. Ich bin ja nicht dumm. Ich weiß, dass man keine Frau schlägt, dass man keinen Mann schlägt, dass man niemanden schlagen darf. Ich wusste, dass es falsch war. Und ich wusste, dass ich ihn verlassen musste. Und das hat mir das Herz gebrochen. Und Bildreporterin Katie Pfleger ist für uns in Virginia und begleitet diesen Prozess. Katie, also gestern hat Amber zum ersten Mal ihre Sicht dargestellt. Wie hast du sie denn wahrgenommen? Ja, also sie war von Anfang an sehr emotional, das kann man schon sagen. Und sie hat einen sehr großen Fokus auf die Mimik gelegt. Also sie hat das in mimisch und sehr emotional berichtet. Und was außerdem sehr auffällig war, dass sie ihren Körper nach rechts gedreht hat. Das heißt, sie hat direkt die Jury angeschaut. Sie hat der Jury direkt ins Gesicht geschaut, was sehr unüblich ist. Sie wollte eine Emotion bei der Jury erwecken. Und das steht im totalen Gegensatz zu Johnny Depp, der zum Beispiel bei seiner Zeugenaussage direkt nach vorne geschaut hat, die Anwälte angeschaut hat, die ihm die Frage gestellt haben. Wie glaubwürdig ist sie für dich? Es war ja die ganze Woche lang, da hat ja Johnny Depp das Gerichtsverfahren bestimmt. Jetzt ist sie an der Reihe, darf ihre Geschichte, ihre Wahrheit preisgeben. Hat sie ein großes Schauspieltalent oder nimmst du ihr das wirklich ab, dass die Geschehnisse wirklich so waren, wie sie sagt? Ja, also ich saß ja im Gerichtssaal weiter hinten und von dort, von dieser Position aus, hat es auf mich zuerst sehr glaubwürdig gewirkt. Ich habe es mir dann später im Hotel nochmal angeschaut und es wirkt sehr theatralisch und es war vor allem immer nur er. Er hat dies und das getan und man hat kaum irgendeinen Hintergrund, irgendeine Background-Story gehört. Es gibt auch keinerlei Zeugen dafür, was auch ein großes Problem ist. Bei Johnny zum Beispiel waren ja sein Security-Team oder die Angestellten von ihm, die gesagt haben, wir waren dabei, wir haben gesehen, Amber hat Johnny angegriffen. Bei ihr beruhen die ganzen Anschuldigungen bisher nur auf ihre eigene Aussage. Fotos oder Ähnliches gibt es auch nicht. Sie berichtet ja, sie hätte ständig blaue Flecken gehabt. Diese hätte sie auch abdecken müssen mit einem bestimmten Make-up, was es dann am Ende gar nicht gab. Ja, es wurde ein Foto gezeigt von einem blauen Fleck auf ihrem Arm. Und dazu hat sie auch eine Aussage gemacht. Vielleicht kann man da mal reinhören. He grabbed me by the arm. Er packte mich am Arm und er hielt mich einfach auf dem Boden fest und schrie mich an. Ich weiß nicht, wie oft er mir ins Gesicht geschlagen hat, aber ich erinnere mich, dass ich auf dem Boden lag und dachte, wie kann mir das nochmal passieren? How could this happen to me again? Ja, also das ist ein sehr gutes Beispiel. Es ist sehr, sehr theatralisch. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie lügt, aber es ist schon ein bisschen over the top. Und vor allem ist es halt, es ist in einer Tour, das ging 3 Stunden heute lang, dass sie erzählt hat, was Johnny ihr angetan hat. Und man muss jetzt einfach sehen, was die Verteidigung, was die Anklage von Johnny damit macht. Sie wird höchstwahrscheinlich erst nach der Pause am Montag dann im Kreuzverhör stehen. Und ob sie natürlich Zeugen aufrufen kann, die irgendwelche diese Anschuldigungen überhaupt beweisen können. Wobei man natürlich sagen muss, dass Opfer von häuslicher Gewalt ja meistens alles daran setzen, dass man eben ihre Wunden nicht sieht. Man will das ja eher dann vielleicht verstecken, wenn einem sowas passiert. Aber es ist natürlich grundsätzlich auch schwer, sowas dann im Nachhinein Jahre später nachzuweisen, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist halt nur, wenn man jetzt den Prozess verfolgt hat und man hat die ganzen Zeugen von Johnny gesehen und da gibt es einfach viele Zeugen, die ausgesagt haben, sie wären dabei gewesen. Und die ganzen Zeugen haben auch ausgesagt, sogar Ambers Assistentin hat ja gesagt, ich habe nie was davon mitbekommen, ich habe nie Verletzungen gesehen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum so viele Leute eben zu Johnny halten und leider auch Amber eine Lügnerin nennen. Und das Schlimme ist, man weiß natürlich nicht, keiner von uns war dabei, was genau passiert ist. Und man muss dann natürlich auch sehr vorsichtig sein.
Katie, wie hat denn Johnny auf diese Aussagen reagiert, die Amber Heard da gemacht hat, auf diese ja doch sehr extremen Vorwürfe? Also er hat die ganze Zeit runtergeschaut, er hat da gezeichnet, hat sie keines Blickes gewürdigt, hat kein einziges Mal hochgeschaut. Er hat dann zwischendurch mit seinem Anwalt kurz geredet, ein bisschen gelacht, aber er hat sich da sehr rausgehalten. Also kein Blick ist keine Emotion oder sehr neutral. Amber Heard hat auch immer wieder erzählt, dass Johnny sie mit dem Tod bedroht hat. Und in genau diese Aussagen wollen wir jetzt noch mal reinhören. Er hat mich beschuldigt, dass ich diese Sache mache und dass ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe, dass er wieder trinkt. Und er schlägt mich gegen die Seitenwand von unserem Schlafzimmer. Also wir waren zu der Zeit im Schlafzimmer. Er schlägt mich gegen die Wand und hält mich am Hals hoch. Und er hält mich dort für eine Sekunde fest und sagt mir, dass er mich verdammt nochmal jetzt töten könnte. Ja, Katie, das ist schon eine wirklich krasse Aussage. Beschreib uns noch mal tatsächlich die Stimmung im Gerichtssaal. Ja, also der Gerichtssaal, muss man sagen, ist voll mit Johnny Depp-Fans, die natürlich absolut hinter ihm stehen, die Amber Heard als eine Lügnerin sehen, die egal was gesagt wird, es ihr nicht glauben. Und es wurde auch oft leider gekichert, es wurde gelacht, es wurde viel mit dem Kopf geschüttelt. Und weil für die Fans einfach klar steht, Johnny sagt die Wahrheit, Amber ist die Lügnerin. Und das war teilweise dann doch ein bisschen unangenehm. Sie hat ihre Zeugenaussage gemacht, geweint und es wurde im Gerichtssaal gekichert und gelacht. Du verfolgst den Prozess weiter für uns, hältst uns auf dem Laufenden. Vielen Dank nach Virginia, Katie Flicker.